Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder ein An- und Ehret-Video für euch. Im August hatte ich das letzte An- und Ehret-Video veröffentlicht. In diesem Video las ich einen alten Artikel von An- und Ehret vor. In diesem Artikel ging es um frühzeitiges Grauwerden der Haare und frühzeitige Kahlköpfigkeit. Dieses Video ist sehr gut bei euch angekommen. Aktuell zählen die Aufrufe über 14.000. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Im heutigen Video soll es darum gehen, was damals zu Ehrets Zeiten zwischen 1909 und 1913 Ärzte zu seiner schleimfreien Heilkost und zu seinen Fastenexperimenten sagten. Und es ist wirklich sehr interessant, wie aufgeschlossen damals einige Mediziner gegenüber seinem Ernährungssystem und gegenüber seinen Fastenexperimenten waren. Das ist wirklich erstaunlich. Ob das heutzutage auch noch so wäre, ich glaube eher nicht. Es gibt ja hier auf meinem Kanal schon einige Videos, in denen ich alte Texte von An- und Ehret vorlese. Und die meisten habe ich aus einem meiner Lieblingsbücher entnommen, Gesunde Menschen, Band 1. Es gibt auch noch Band 2 und in beiden Bänden sind alle Schriften enthalten, die An- und Ehret jemals im englischsprachigen oder im deutschsprachigen Raum veröffentlicht hat. Wer sich für die Bücher interessiert, ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren habe ich auch einen sehr, sehr interessanten Mutterbrief veröffentlicht. Eine Frau durchlebte, ich glaube, die vierte oder fünfte Schwangerschaft und es war ihre letzte Schwangerschaft und sie ernährte sich nach dem schleimfreien Prinzip nach An- und Ehret und es war ein sehr, sehr interessanter Mutterbrief, ihre Erfahrungen, dass sie sich sehr gut gefühlt hat während der Schwangerschaft, dass sie gar nicht zunahm und dass sie eine schmerzfreie Geburt hatte. Also sie nahm jetzt nicht extra an Körpergewicht zu. Sie hatte in den Schwangerschaften vorher immer zugelegt und diesmal hatte sie eine sehr, sehr angenehme Schwangerschaft und auch eine sehr angenehme Geburt. Ich verlinke euch auch mal dieses Video oben in den Infokarten. Und dieser Mutterbrief steht zum Beispiel auch hier in diesem Buch Gesunde Menschen Band 1. Und hier stehen eben auch diese Aussagen von den Ärzten, die ich euch heute in diesem Video vorlesen möchte. Und bevor ihr das zu hören bekommt, möchte ich euch nochmal ein Feedback von einem Menschen geben, also einer Privatperson, die auch nach der Lehre von An- und Ehret schleimfrei, schleimarm lebt und was es für diese Person bedeutete. Es freut mich unaussprechlich, Ihnen mitteilen zu können, welch ein Resultat Ihre Lehre gehabt haben. Mein ganzes Haus, 7 Personen, lebt nach ihren Grundsätzen und es herrscht Frieden, Gesundheit und Fröhlichkeit in meinem Haus. Kürzlich kam ein total verschleimter Bekannter von mir zu uns und durch mein Beispiel und meine Erklärungen habe ich ihn so überzeugt, dass er sich sofort entschloss, diese Lebensweise anzufangen. Der Mann, 31 Jahre, war schon dem Selbstmord nahe und ist zum glücklichen Menschen umgewandelt worden. Er ist von einer rührenden Dankbarkeit. Ich selber fühle mich neugeboren und habe seit einem Jahr um 42 Pfund abgenommen. Ich esse zweimal täglich, mittags und abends und fast nur schleimfreie Nahrung. Sie sind wirklich ein Wohltäter der Menschheit. Vielen Dank für Ihren letzten Brief. Natürlich können Sie meinen vollen Namen nennen. Ich wäre glücklich für alle Menschen, wenn Sie nach diesen einzig richtigen Grundsätzen leben würden und falls ich, wenn auch nur ein wenig, dazu mit meinem Namen beitragen könnte, so wäre es ein großer Vorteil für jeden Einzelnen. Gesundheitlich geht es mir ganz unglaublich gut. Meine Gemütsstimmung immer erster Klasse. Meine Stimme wachsend an Kraft und Klarheit, wie meine Bekannten und die Presse sagen. Mein Körper leistungsfähig wie nie zuvor seit 20 Jahren. Dabei ein so unglaublich verändertes Aussehen. Früher schwammig, dick und bleich, jetzt eine jugendliche Figur mit kernigem Gesichtsausdruck und gesunder Gesichtsfarbe. Was das für meinen Beruf bedeutet, können Sie sich denken. Ebenso kenne ich seit einem Jahr keine Nerven mehr. Wie sorglos kann dabei jeder Mensch bei dieser Anspruchslosigkeit der Zukunft ins Auge sehen? Herzliche Grüße, Ihr Ihnen stets dankschuldender H. Knote, königlicher Kammernsänger. Wirklich auch ein sehr, sehr schönes Feedback zu diesem System der schleimfreien Heilkost. Einige denken jetzt vielleicht, na, schleimfreie Heilkost, das ist irgendwie nur Früchte essen und Fasten. Aber das ist so viel mehr. Das ist nicht nur die Ernährung. Wenn man die Ernährung betrachtet, das habe ich auch schon in meinen Videos erwähnt, wenn es um schleimfreie Heilkost ging, dass man diese Ernährungsform so ein bisschen transformieren muss. Heutzutage sind auch
chlorophyllhaltige Nahrungsmittel wichtig, mineralstoffhaltige Nahrungsmittel, Bitterstoffe. Ja, es geht nicht nur darum, einfach nur Früchte zu essen, sondern auf gute Qualität der Früchte zu achten und eben auch grüne Lebensmittel zu essen, Gemüse zu essen, Salate zu essen. Das sind also nicht nur die Früchte, auf die man sich bei der schleimfreien Heilkost fokussieren sollte. Die schleimfreie Heilkost ist wie so ein Gesundheitssystem, wie so ein Programm. Das ist nicht nur die Ernährung. Der Fokus liegt zum Beispiel auch auf Darmreinigung und Entgiftung und Unterstützung der Entgiftungsorgane wie Darm und Leber und Niere und Haut. Und auch Unterstützung des Lymphsystems und Entgiftung des Lymphsystems und der Unterstützung, dass die Lymphe wieder in Bewegung kommt und den ganzen Müll abtransportieren kann. Dann ist auch die Bewegung wichtig, also sportliche Betätigung für den ganzen Körper, am besten Ganzkörperübungen. Aber auch Entspannung ist sehr wichtig, also Entspannungsphasen, dass man sich wirklich auch Ruhe gönnt. So vieles ist wichtig. Frische Luft, Bewegung, Natur, auch das Barfußlaufen. Auch, dass man Gedankenhygiene betreibt, dass man auf emotionale Entgiftung achtet, dass man diese Emotionen, die dann hochkommen, während man in dieser Phase der schleimfreien Heilkost ist und der Entgiftung, dass man sich auch seine Themen anschaut, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, dass man auch die Themen, die hochkommen, wirklich auch anschaut. Das ist so komplex, ja, und was mir auch aufgefallen ist, das muss ich jetzt mal so ganz deutlich sagen, in Zeiten, als ich Kochkost gegessen habe, auch viel Brot und 5 Mahlzeiten am Tag und gewürzt und stark vermischt, hatte ich immer so das Gefühl, ich war wie betäubt. Und ich ernähre mich ja schon jetzt seit über 7 Jahren von Rohkost. Und dann jetzt nochmal im letzten Jahr mit der schleimfreien Heilkost ist nochmal so viel in Bewegung gekommen. Ich durfte viele meiner Themen anschauen. Und das war auch wirklich ein großer Kraftakt, diese emotionale Entgiftung. Aber was sich halt auch total ändert, das werden vielleicht auch viele, die auch den Weg schon länger gehen, bestätigen, dass sich die Wahrnehmung ändert. Die Wahrnehmung ändert sich, die Sicht auf bestimmte Dinge ändern sich. Man versucht immer mehr hinter die Dinge zu schauen. Man versucht die Vogelperspektive einzunehmen. Man glaubt nicht mehr alles, was gesagt wird. Und mir persönlich geht es, also ich sage jetzt auch wirklich auch von meiner persönlichen Erfahrung, dass ich nicht mehr alles glaube, was gesagt wird. Ich hatte ja erwähnt, wie wichtig für mich hochwertige Früchte sind, also hochwertige, reife Früchte für die schleimfreie, die schleimarme Heilkost. Natürlich esse ich auch gern heimisches Obst und mein Fokus liegt auch immer auf regional und saisonal. Aber einmal im Monat, da gönne ich mir was Besonderes und bestelle reife Früchte, wie zum Beispiel heute. Heute kam ein Paket von Jurassic Fruit. Ich habe verschiedene reife Mangos bestellt. Da gibt es jetzt gerade aktuell ganz tolle Sorten aus Spanien. Und Jurassic Fruit arbeitet ja mit Kleinbauern zusammen und unterstützen auch Permakultur. Und zum Beispiel habe ich diesmal auch wilde Avocados dabei. Also hier so kleine wilde Avocados. Dann habe ich hier noch Mangostan und halbgetrocknete Feigen. Die sind auch sehr, sehr lecker, kann ich euch nur empfehlen. Für alle, die das erste Mal bei Jurassic Fruit bestellen, kann ich einen 10% Rabatt-Gutscheincode anbieten. Den Link zu Jurassic Fruit und diesen Gutscheincode findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt starten wir aber mit dem richtigen Video, mit dem Hauptteil des Videos. Jetzt hört ihr, was einige Ärzte damals zu Ann und Eretz Lehre meinten. Urteile von Ärzten, zum Beispiel von Oberstabsarzt Dr. Katz. Oberstabsarzt Dr. Katz war Besitzer und Leiter der Naturheilanstalt Hohenwaldau in Degerloch bei Stuttgart und war unbestritten die erste fachmännische Autorität der fortschrittlichen Naturheilkunde und hat speziell in Fasten- und Diätkuren über 20-jährige Praxis. Er schrieb in der Zeitschrift Die Sonne vom 15. Juli 1912 in der Nummer 14, Seite 109-110. Diät. Der Heildiätiker und Diätreformer Arnold Ehret von Ascona hat sich vom 2. bis 8. Juli hier in Stuttgart aufgehalten und 2 Vorträge und einen Kursus über Heildiätik abgehalten. Die Zuhörer waren zahlreich und über die ganze Dauer der Vorträge von gespannter Aufmerksamkeit. Die Lehre des Vortragenden gipfelt darin, dass in der Diät das Wohl und Wehe des Individuums liegt und dass man, wenn man gesund werden und gesund bleiben wolle,
Eine schleimfreie Diät einhalten müsse. Eine solche besteht aus Baum- und Beerenfrüchten, Gemüse, grünem Salat, Dickmilch, wenig Brot und wenig oder keinen Mehlspeisen. Die schleimfreie Diät erscheint umso notwendiger, als Erit eine Verschleimung des Körpers und seiner Organe als die erste und hauptsächlichste Krankheitsursache betrachtet und man nur gesund werden könne, wenn dieser Schleim aus dem Körper entfernt werde. Durch eifriges Nachdenken und die zahlreichen Erfahrungen in seiner Krankenpraxis hat sich dieses Urteil zur unumstößlichen Wahrheit herauskristallisiert. Er hat vielen Kranken, die alle möglichen Kuren, auch strenge Diätkuren, ohne Erfolg durchgemacht haben, durch sein System bzw. durch seine schleimfreie Nahrung in kurzer Zeit zur vollen Gesundheit verhelfen. Auch den Fastenkuren redet er energisch das Wort und hält diese für die beste und erfolgreichste Kurmethode. Sie ist die einzige Kur, welche das kranke Tier instinktiv benutzt und so lange fortsetzt, bis die Genesung erfolgt ist. Das Fasten ist das sicherste und nie versagende Allheilmittel, das Urgesetz aller Heilmittel. Die einfache, schlichte Vortragsweise mit logischer Entwicklung der Konsequenzen war für die Zuhörer so überzeugend, dass kein Zweifel an der Wahrheit dieser Ausführungen aufkommen konnte und der Unterzeichnete sich gedrungen fühlte, dem Vortragenden für seine lehrreichen Ausführungen zu danken und die Zuhörer zu bitten, dieselben möchten das Gehörte beherzigen und auf das praktische Leben übertragen. Ich selbst bin durch meine persönlichen Erfahrungen am Krankenbett von der Richtigkeit des Vortragenden überzeugt und kann die Nutzanwendung mit voller Übereinstimmung empfehlen. Wer die Gesundheit erhalten oder die verlorene wiedergewinnen will, wird dieses Ziel auf kürzestem Wege durch die Diätform nach Erit erreichen. Wohl wird jeder Praktiker die Erfahrung machen, dass die Kranken nur ungern an ihrer liebgewordenen Diät rütteln lassen, dass sie diätische Einschränkungen abholt sind und lieber die Krankheit pflegen, als eine strenge Diät einhalten. Das Fasten vollends ist sehr verpönt, obwohl dasselbe in Wirklichkeit leicht ist bei einer richtigen Leitung. Zum Kölner Experiment, bei dem Arnold Erit 49 Tage mit Wasser fastete. Durch diesen Sieg werfen sie die ganze moderne Heilkunde über den Haufen und wird dieselbe andere Bahnen bestreiten müssen, wenn sie ihren Boden im Publikum nicht verlieren will. Oberstabsarzt Dr. Katz. Es tut wirklich Not, die Menschheit in dieser Richtung aufzuklären. Sie sind in dieser Hinsicht der geeignetste Mann und der berufenste Vertreter der Fastenkuren. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Ihr ergebenster Dr. Katz. Sehr geehrter Herr Erit, Sie waren so liebenswürdig, mir Ihre Schrift »Kranke Menschen« zu dezidieren, wofür ich Ihnen meinen innigsten Dank ausspreche. Der Inhalt hat mich gefreut und ich stimme mit demselben ganz überein. Man muss zwar in der Praxis sehr vorsichtig sein, weil der größte Teil der Menschheit der Methode feindlich gegenübersteht, und doch ist es die einzige Methode, die sicher und wirklich hilft. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr ergebenster Dr. Katz. Ich denke, wir werden dadurch die Welt überzeugen, dass Sie die Therapie auf den richtigen Weg gebracht haben und insbesondere, dass nur auf einer wahren Ätiologie eine sichere Therapie aufgebaut werden kann. Ihr ergebener Dr. Katz. Anmerkung: Ätiologie beschäftigt sich mit der Ursache von Erkrankungen und ihren auslösenden Faktoren. Geehrter Herr, dem Fasten bin ich sehr wohlgesinnt. In die nächste Neuauflage der Hausärztin kommt ein längerer Artikel darüber. Dr. Fischer Dückelmann. Lediglich das große Interesse an Ihrer Sache veranlasst mich, nach dort zu kommen. Ihre auf Experimente am eigenen Körper gestützten, durchaus neuen Ansichten über Ernährung verdienen das höchste Interesse. Sie sind geeignet, endlich Klarheit in viele bisher dunkle Forschungsgebiete zu bringen. Sanitätsrat Dr. K. in H. Lieber geehrter Herr, habe Ihren Brief, den allgemeinen Lehrbrief für Fasten und schleimlose Diät, Stande Peter mit einer wahren Heißgier verschlungen. Nachdem ich ihn dreimal hintereinander gelesen, kam ich allmählich zur Ruhe. Es ist das Vernünftigste, was ich bislang gefunden, so richtig den Nagel auf den Kopf getroffen. Gott,
Ich frage mich wirklich, wozu studiere ich da noch Medizin? Doch höchstens noch für Chirurgie. In Erwartung, sie in Bälde kennenzulernen, zeichnet hochachtungsvoll NH Stutt.med. Der frühere Zeichenlehrer an der Oberrealschule in Freiburg, Herr Arnold Ehret, ist mir seit längerer Zeit persönlich bekannt. Und zwar als Mann, der nicht aus Lust zur Sensation oder aus materiellen Gründen sich öffentlichen Vorführungen der Fastenkur unterziehen will, sondern aus tiefster innerer Überzeugung und wissenschaftlichem Interesse an einer Kurform, deren lebensrettenden Einfluss er am eigenen Körper erfahren hat. Wenn eine solche Persönlichkeit mit der ihrem früheren Berufe entsprechenden Bildung sich öffentlicher Demonstration der Unschädlichkeit längerer Fastenperioden für den menschlichen Organismus entschließt, so ist darin nicht weniger als eine Spekulation auf müßige Schaulust zu erblicken, sondern eine mit Entbehrung verknüpfte, bewusste Förderung einer wissenschaftlich und praktisch wichtigen Heilmethode. Herr Ehret scheint mir den wissenschaftlichen Beobachtungen alle Garantien für eine gewissenhafte und dadurch allein wertvolle Durchführung entsprechender Experimente zu bieten. Dr. K. Bernhold Martin, Arzt. Herr Arnold Ehret, geboren 1866 von St. Georgen, hat mit heute seine Absicht mitgeteilt, ein öffentliches Fastenexperiment hier in Zürich ausführen zu wollen. Ich habe mir erzählen lassen, welche Vorerfahrungen ihn dazu leiden und welche Art derselbe vorgehen will, und habe daraus den Eindruck gewonnen, dass Herr Ehret die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen besitzt, ein solches Experiment durchzuführen. Auch bin ich der Ansicht, dass ein solches Experiment bei gewissenhafter Ausführung und Vermeidung aller Übertreibung das öffentliche Interesse verdient und auf die Anschauungen der Bevölkerung ausschließlich günstig wirken muss. Dr. M. Bircher Benners, Sanatorium Lebende Kraft, Zürich. Ich bestätige gerne, dass aufgrund meiner Erfahrung 50-tägiges Fasten mit 10 darin enthaltenen Dursttagen bei Ihrem Training auf diesem Gebiete möglich ist. Dieses Unternehmen hätte einen hohen wissenschaftlichen Wert vom biologischen und medizinischen Standpunkt. Hochachtend, Dr. Mader, Arzt an der Heilanstalt Bad Gesundbrunn. Der Oberrealschullehrer, Herr Arnold Ehret in Freiburg, ist mir seit 8 Jahren genau bekannt. Er wurde von mir an einem chronischen Nierenleiden, verbunden mit hochgradiger Nervenschwäche und Herzaffektionen, behandelt. Ich hatte die Freude, den Patienten allmählich genesen zu sehen. An Herrn Ehret, sowohl als auch von einer Reihe anderer Kranker, konnte ich mich von der hervorragenden therapeutischen Wert methodisch durchgeführter Fastenkuren überzeugen, die selbstverständlich jeweils dem betreffenden Krankheitsfall angepasst werden müssen. Eine Schablone gibt es da nicht. Hier entscheidet einzig der künstlerische Blick eines in diesen Dingen erfahrenen Arztes. Es kann deshalb nur von allgemeinem Interesse sein, ein ehrliches Fasten öffentlich vorzuführen, um dem Publikum die Möglichkeit und Ungefährlichkeit, den Praktikern aber die physiologische Wirkung dieser Methode zu zeigen und so allmählich auch auf diesem Wege eine Änderung unserer vielfach verkehrten Anschauungen über Ernährung, Krankheit und Heilung herbeizuführen. In diesem Sinne begrüße ich das Vorhaben meines ehemaligen Patienten, in größeren Städten ein öffentliches Fasten unter strengster Kontrolle zu unternehmen. Bei Herrn Ehret ist jeder Schwindel unbedingt ausgeschlossen. Seine Ehrenhaftigkeit und sein Enthusiasmus für das Problem des Fastens verbürgen eine einwandfreie Durchführung seines Programms. Gezeichnet Dr. Med. G. Riedlin. Im Übrigen kenne ich mehrere Patienten, die eine Kur nach Arnold Ehret gemacht haben. Das heißt, täglich nicht mehr als ein paar Äpfel und Rüben gegessen haben und zwar sehr stark abgemagert, aber bei voller Gesundheit geblieben sind. Solche Experimente sind nicht uninteressant, weil sie beweisen, dass der Kulturmensch ganz allein viel zu viel isst. Auch die Mediziner können ruhig einmal Ehrets Buch »Kranke Menschen« in die Hand nehmen. Ich glaube, mit aller Reserve behaupten zu können, dass darin für Krankheitsheilung gewisse allgemeingültige gesunde Anschauungen stecken. Leider neben starken Missverständnissen. Professor Dr. Karl L. Schleich. In Berliner Tageblatt Nummer 622 vom 8. Dezember 1913. Jetzt interessieren mich natürlich eure Meinungen,
eure Gedanken zu dem, was die Ärzte damals über die schleimfreie Heilkost und Arnold Ehrets Fastenexperimenten oder Fastenerfahrungen sagten. Glaubt ihr, dass es heutzutage noch möglich ist, Ärzte zu finden, die sich so wohlwollend oder so offen äußern würden? Und wenn nein, warum denkt ihr, ist das nicht mehr möglich, dass sich Mediziner heute so äußern? Wenn man bedenkt, es gibt viele Menschen, die mit dem Fasten, aber auch mit der schleimfreien Heilkost wirklich sehr gute Erfolge für ihre Gesundheit erzielen konnten. Ich freue mich über eure Meinungen und eure Gedanken unter diesem Video. Ihr könnt hier unter diesem Video auch eure Erfahrungen mit dem Fasten oder mit der schleimfreien Heilkost teilen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.